Willkommen zurück zu Dead or Alive 4. Das letzte Mal hatte ich mit Leon den Time Attack Modus in Alleingang durchgespielt und habe Tengu, den letzten Charakter, freigespielt. Ich habe ihn offscreen ein bisschen getestet und der stört sich so ähnlich oder genauso wie Neo Tengu aus Dead or Alive 5. Aber ich möchte jetzt nicht 100% sagen, dass sie sich wirklich gleich steuern. So, uns warten noch drei Modis: den Versus-Modus, den Team-Battle-Modus und den Survival-Modus. Es kann passieren, dass es doch nicht 4 Folgen sein werden, sondern um 2 gekürzt. Im Survival-Modus werde ich einen Singleplayer und einen Tag-Battle spielen. Je nachdem, wie lange es dauert. Ich denke mal, die beiden werden in ein Part sein und die zwei werden in ein Part sein. Aber egal. Ich beginne mit Tag Battle in Survival Modus mit Neo Tengu, wollte ich halt schon sagen. Mit Tengu und Spartan halt. Aber wie ich sehe, ich glaube, es gibt eine bestimmte Anzahl an Dings. Wahrscheinlich. Egal. Dann wähle ich mal die zwei aus. Ansonsten werde ich nur noch random nehmen. Also ab den Solo-Modus. Und dann habe ich schon jeden Charakter mindestens einmal gezeigt. Nein! Ich habe den falschen Knopf gedrückt. Das hasse ich manchmal auch. Die springen eigentlich schon drüber und dann treffen sie mich trotzdem noch. Schön, dass immer nur der Charakter geheilt wird, der auch im Moment den Sieg gemacht hat. Ich werde natürlich die Items nicht einsammeln, weil die ein bisschen die Zeit klauen. Ah, das war dumm. Eigentlich wollte ich mit ihr heilen. Ach ja, übrigens heißt Tengu, richtiger Name, ganz anders. Der ist sehr lang. Wie der jetzt heißt, weiß ich nicht mehr. Das ist jedenfalls ein sehr langes Wort. Tengu ist einfach ein Spitzname bzw. ein Spätchenname.
Oh oh. Ah, hey, hey. Oh, das könnte jetzt sehr knapp werden, aber ich denke, ich verliere. Schade. Aber 9 Gewinne. 9 Gewinne. 9 Siege. Ich weiß, einige haben jetzt hier bestimmt schon über 250 und so weiter, aber das ist mir relativ egal. Ah, schade, um einen Punkt mehr, dann hätte ich 10 Siege, also von dem Siegestand her. Aber vom Punktezahl habe ich den ersten Platz erreicht. Nein, es interessiert mich nicht, Alter. So, dann gucke ich mal im Singleplayer-Modus. Get ready! Alter Bass! Ich merke erst jetzt, dass es bei Bayman. Ich dachte, es wäre bei Yahusa. Stimmt, sie kam heute auch noch nicht vor. Aber ihr anderes Kostüm, wo ihr Name Lisa genannt wird, kam auch noch nicht vor. Allgemein nicht, aber es ist ja Sola Sola Mariposa. Nur wenn sie ihre Maske nicht aufhat, dann heißt sie wird sie Lisa genannt. Und ich verliere jetzt. Schade. 6 Siege. Ich bin, wie auch gesagt, kein Profi da drin. Ich kenne ja mittlerweile, dass es nicht wirklich einfach ist, Dead or Alive 4. Das heißt, dann werde ich nochmal die Versus-Modus machen. Und dann halt im letzten Part. Oder vielleicht wird es doch dieses. Der letzte Part. Ich werde einfach hier nochmal ein paar Siege machen und gut ist. Ah ne, kann man jetzt nicht sehen. Schade. Die Stage soll auch random sein. Gut, dann haben wir Survival-Modus quasi durch. Nochmal spielen werde ich das nicht. Stimmt, ich habe eigentlich ganze Zeit 3 Videos vorbereitet von Dead or Alive 4 mit Versus-Kämpfen und die wollte ich immer noch hochladen auf meinen 2-Kanal. Die ersten Videos waren natürlich, wo ich noch nicht Helena, Tengu und Spartan freigespielt habe. Ready?
Oh, Ayan, übertreibe ich nicht. Was war das denn jetzt von dir, Christi? Keine Ahnung, was das genau war. Ich muss mir nochmal angucken. Ah, okay, sie ist rübergesprungen. Oh, Christi, renn das nächste Mal einfach, ja? Das hat sie schon zweiten Mal nicht gemacht. Schon wieder nicht. Und ich verliere natürlich wieder aufs Lächerliche, weil Christi zweimal nicht reagiert hat, diese blöde Nuss. Ich glaube, jetzt müsste ich einen anderen Charakter bekommen, also allgemein, oder? Oder muss ich jedes Mal wieder auf Charakterauswahl gehen? Nein, eigentlich habe ich schon ein Random-Feld ausgesucht. Aber nein, es kommen andere Charaktere hin. Ganz ehrlich, wie gesagt, für mich machen das nur Anfänger dauernd diesen Kontergreifteil. Gerne haben wir diese Animation hatten wir noch gar nicht gesehen, deswegen habe ich sie jetzt gelassen. Also bis jetzt hat er nur Schaden gemacht, weil er einen Kontergreif gemacht hat. Ist das euch schon aufgefallen? Er hat keine einzige Attacke gemacht. Nur, also wo er mich dann diese gegriffen hat. Normalerweise wäre das jetzt auch wieder ein Perfekt. So, dann kämpfe ich nochmal in Team Battle. Den Service wollte ich schon sagen. Den Versus Modus. Und hier gibt's natürlich keinen Random. Warum gibt es eigentlich einige Stage, die nur für Solo gibt und einige nur für Team Battle? Das ist doch eigentlich schwachsinnig. Es ist extrem schwachsinnig. Get ready, oh, ich hab da vergessen, drei Sieger einzustellen. Ah ne, stimmt, das geht da gar nicht. Warum, weiß ich auch nicht. Man kann nur ein oder zwei Siege machen in einer Runde. Oder in einem Kampf halt. Vor allem, meiner ist nicht gerade gerannt. Lol.
Ja, und wie ich schon gesagt habe, dass es wahrscheinlich um 2 Folgen gekürzt wird. Denn im letzten Part werde ich den Team-Battle-Modus spielen und mein Fazit über das gesamte Spiel geben. Machen wir noch eine Runde. Und dann werde ich die Aufnahme und quasi auch die Folge beenden. Your luck just ran out. Oh, Spartan kommt auch nochmal vor. Get ready. Aber als Gegnerin. Das war noch sehr knapp. Also die Nicole hat wirklich ein bisschen Probleme bereitet, aber nur ein bisschen. Okay, gut, wenn ich auch 2 Charaktere habe, mit denen ich nicht wirklich gut umgehen kann. Besonders Gengfeng. LOL! Ja, damit sind wir wieder am Ende der Folge angekommen. Ich bedanke mich, dass ihr zugesehen habt, und dann sehen wir uns zum nächsten Mal zu die letzte Folge von Dead or Alive 4. Endlich! Ja. Team Battle. Also es ist einfach so ein Teamkampf wie in Tekken halt. Man kann zwischen 1 gegen 1 bis 7 halt. Also man kann zwischen 7 Charakteren aussuchen. Ansonsten sage ich nur noch Tschüss.